Hi Leute, willkommen hier bei einem neuen Video. Ich bin Andrea und wir schauen uns heute mal zusammen einen neuen Kinderstuhl an. Und zwar habe ich hier den Hauk Alpha Plus und das zugehörige Tray, also das Tablett hier und noch so einen Bezug. Und wie man das Ganze so zusammenbaut, was da alles so dabei ist, schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Stuhl hier an. Ich schiebe das hier mal beiseite, damit ich etwas mehr Platz habe. Ihr seht hier schon, die Verpackung ist etwas angerissen. Schaut auch so aus, als ob es schon mal geöffnet war. Also das hat jetzt mit dem Hochstuhl an sich nichts zu tun. Das kam von Amazon. Da hatte ich die Probleme leider schon öfter. Trotzdem bestellt man irgendwie immer wieder da. Ich schneide das jetzt auf jeden Fall mal auf. Dann leere ich die Kiste auch gleich mal aus. Die Teile schauen auf jeden Fall alle noch gut verpackt aus. Da gibt es jetzt nichts zu meckern. Dann packen wir das auch mal aus, weil das ist hier noch original eingeschweißt. Die Teile sind hier mit Tesafilm zugeklebt. Ich packe jetzt erstmal die beiden großen aus. Ich hoffe mal, dass da vielleicht eine Aufbauanleitung dabei ist. Schauen wir da mal rein. Da ist wohl kein Zettel drin. Die Farbe, die ich habe, ist übrigens Natur. Also die Farben seht ihr hier hinten nochmal. Ich blende das nochmal ein. Es gibt hier Weiß, Grau, Natur und Walnuss. Hier ist jetzt noch eine Anleitung dabei. Das mache ich jetzt mal auf. Extra hier mit so einem Schaumstoff dazwischen, dass nichts verkratzt. Und hier sind jetzt dann auch die Einzelteile abgebildet, wie man das Ganze aufbaut. Sollte jetzt nicht so lang dauern. Ich denke, das bringen wir hin. Wir packen jetzt erstmal alles aus zusammen. Also ich öffne mal die ganzen Teile und lege die mal dahin. Das hier noch. Und dann haben wir hier noch ein paar Schrauben. Wir fangen hier mal mit diesen beiden Streben an. Also die sind beide gleich, bis auf der Aufkleber. Das ist hier der erste Schritt. Also auf der ersten Seite, das sind nur die Zeichnungen, was alles dabei ist. Der erste Aufbauschritt ist dann das hier. Das machen wir auch gleich mal. Also im Endeffekt kommen hier diese Teile rein, sage ich jetzt mal. Auf der Anleitung ist das Ganze so, dass das Loch hier unten ist und der Stift ist dann hier oben. Das heißt, man schiebt das einfach rein. Da braucht man nicht mal einen Hammer, also das geht wirklich super kinderleicht rein. Schiebe ich jetzt hier mal auf beiden Seiten rein. Hier geht es jetzt praktisch nicht mehr so schön, da braucht man einen Hammer. Ich nehme hier immer eine Wasserflasche. Da ich jedes Mal zu faul bin, in den Keller zu gehen. Dann sind hier die Schrauben mit diesen Teilen, die sind hier schon festgedreht. Die löst man dann kurz, legt die hier rein. Das macht man am besten mal mit allen Vieren. Die haben da oben drauf auch einen Schlitz, da schaut man, dass der so gerade ist, dass die Schraube nachher gut rein kann. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Schritt. Wir brauchen hier das erste Teil, ihr seht das schon. Ich hole die doch gleich mal. Wir nehmen dann das da, damit wir das auch genau so haben wie in der Anleitung. Sind jetzt hier diese zwei Löcher da und da kommt das Ganze rein. Das eine Loch ist durchgängig, das andere nicht. Das heißt, die Schrauben fallen uns jetzt hier leider wieder raus. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das heißt, ihr steckt das jetzt hier so zusammen, nehmt dann die Schraube, kommt mit der Schraube da durch, hofft man erkennt das halbwegs und dann schraubt man das fest. Da wird ein Imbus mitgeliefert. Also man kann das ganz gut festschrauben. Ich ziehe das hier auch gleich mal an. Ja, es wird schon langsam. Jetzt ist es fest. Nachziehen tue ich das am Ende alles nochmal. Dann macht man gleich die zweite Seite dran. Das heißt, ich stelle mir hier mal die zweite Hälfte hin, schiebe die Schraube da von der Seite rein. Dann kommt wieder hier dieser Nupfel, wo ich jetzt mal hoffe, ich habe die Schraube nicht zu weit rein. So. Und dann schraubt man das wieder fest. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Also ich muss da jetzt keine Nahaufnahme machen. Ich denke, das bringt jeder hin. Das ist kinderleicht. Dann schön anziehen, damit es auch etwas fest sitzt. Das ist so gemacht, damit die Schraubenteile dann am Ende unten sind, damit man die nicht sieht. Also die haben sich da schon was bei gedacht. Wir haben jetzt die erste Seite abgearbeitet, machen dann mal mit der zweiten Seite weiter. Da steht dann hier, man soll das Ganze festschrauben. Jetzt kommt noch hier vorne die Strebe rein. Gleiches System, die Füße lassen sich hier ganz leicht auseinanderbiegen. Dann sitzt das Ganze auch schon. Schauen, dass die Schraube da in der Mitte gerade ist und man die von der Seite reinbringt. Reinschieben und anschrauben. Einhaken, gerade machen. Man kommt hier mit dem Fingernagel ganz gut rein. Und dann ebenfalls festschrauben. Jetzt werden die ersten beiden Streben fest. Man sieht das hier schon. Wir haben die nächste Seite fertig abgearbeitet. Den Schritt da oben eigentlich auch gleich. Und kommen dann jetzt mal hier zur Rückenlehne. Das heißt, wir stellen den ganzen Stuhl mal auf. Einmal zack. Jetzt kommen wir hier zu der ersten Lehne. Da ist das gleiche Prinzip. Ich hake das wieder hier ein. Das geht so. Dann hält man das mal kurz so. Hat wieder hier die Schraube, wo der
Nuppel dabei ist, drückt das da hinein. Dann kann man das, kann man die Schraube hier durchschieben. Ihr seht die dann. Das heißt, die muss jetzt da rein. Und dann kann man das fixieren und dann hält das. Das schraube ich jetzt nicht ganz fest, denn da unten muss jetzt dann auch gleich noch eine Strebe rein, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Hier habt ihr jetzt übrigens doch mal eine Nahaufnahme. Also diesen Nuppel stecke ich hier in das Loch. Einfach hineindrücken, schauen, dass der Schlitz gerade ist. Dann komme ich mit meiner Schraube und drehe die an. So zieht sich das Ganze dann fest. Nicht ganz festmachen, wie gesagt, hier das erste Mal jetzt. Denn es muss jetzt noch hier unten eine Strebe rein. Jetzt kommt hier noch das letzte Teil hinein. Hier seht ihr dann auch schon, was passiert, wenn man das etwas zu fest schraubt. Ich mache das jetzt noch mal etwas locker. So, jetzt kommt man da auch rein. Hier wieder diesen Nupfel da rein. Gerade drehen und anschrauben. Wie gewohnt mache ich das hier auf beiden Seiten. Gleiches Spiel, mittlerweile kennt ihr es ja. Also das ist ganz gut gemacht, damit das immer nach dem gleichen Schema abläuft. Das sind eigentlich diese zwei Teile und diese zwei Teile da unten nach dem gleichen Muster. Und dann kann man auch jetzt nicht wirklich viel falsch machen. Jetzt haben wir hier noch diese Metallstange, die kommt jetzt da rein. Könnt ihr ebenfalls mal schön anschrauben. Das sind jetzt übrigens die letzten Schrauben, noch von dieser Seite durch. Das lasse ich ebenfalls noch locker, denn es müssen ja auch noch die ganzen Raster da reingeschoben werden. Kommen jetzt. Ich habe hier mal die erste Platte, ich schiebe die hier bei mir ins dritte. Also in der Bedienungsanleitung, da ist beschrieben, wo ihr was wann reinschieben müsst. Und zwar steht hier diese dritte Raste, die ist für größer 18 Monate und die zweite Raste, die wäre für größer 6 Monate, also zwischen 6 und 18 Monaten. Nachdem wir jetzt 18 Monate haben, mache ich das in diese Seite, denn vor 18 Monaten hatte ich ja noch den anderen Kinderstuhl, das war ja der Pec Barigro. Da hoffe ich mal, das Video habt ihr euch schon angeschaut, wenn nicht, findet ihr es unten in der Infobox. Dann schiebe ich auch gleich noch die Fußraste rein, die mache ich jetzt mal hier ganz unten rein. Ob ich die schon ganz runter tue oder vielleicht noch eins höher, das sehe ich dann, wenn das Kind auch mal drin sitzt. Das schaue ich mir dann später an. Diese Böden hier, die sind ja nur hineingeschoben. Das heißt, die werden jetzt durch das Festschrauben der ganzen Schrauben miteinander verpresst, damit sich da auch nichts mehr lockert. Ihr könnt jetzt also schön alle Schrauben anziehen. Ich mache das gleich mal. Ich gehe hier mal mit meinem Imbus durch, der dabei war. Das zeige ich euch jetzt mal nicht alles. Und dann ist das alles schön fest. Jetzt weiß ich auch übrigens, warum hier in der Mitte diese Eisenstange ist, denn dadurch, dass das nur zusammengepresst ist, wollen die einfach hier nochmal einen Druckpunkt haben, damit das besser hält und nicht versehentlich fest wird. Das ist meiner Meinung nach so der einzige Sinn von dieser Stange. Wenn jetzt alles zusammengebaut ist und euch auffällt, dass hier noch ein Teil übrig ist, also sieht dieser Bügel, dass die Kinder nicht nach vorne rausfallen, dann müsst ihr natürlich alles wieder lockern, so wie es mir jetzt hier passiert ist. Ich dachte aber mal, ich zeige euch das jetzt, damit ihr mal seht, wie schnell ihr dann auch mal die Böden wechseln könnt. Und das kann eben mal passieren, also finde ich das jetzt nicht weiter tragisch. Deswegen das Ganze jetzt allerdings auch etwas beschleunigt im Zeitraffer. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier so ein Band reinzumachen, damit die Kinder nicht da durchrutschen. Da gibt es zwei Optionen. Zum einen hier dieses einfache Band. Das schiebt man jetzt hier einfach durch. Muss man hier durchfummeln, das geht schon. Hier unten ist etwas Metall drin, damit das nicht vorgezogen werden kann. Dann steckt man das da oben rein, biegt das so nach hinten durch und dann macht man das da so fest. Muss ich aber ganz klar sagen, das Band ist zu kurz. Also für die Altersgruppe ab 18 Monate kann man das jetzt da nicht mehr reinmachen. Es gäbe hier noch diesen Gurt, aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Ich hätte eher gedacht, dass ich mit dem Band hier leben kann. Denn rausquabbeln tut sie nicht. Aber da das jetzt nicht passt, würde ich vermutlich mal doch den Gurt hinmachen. Das finde ich echt sehr schade. Wenn das Teil zu kurz ist, kann man ja eigentlich noch diesen Gurt benutzen. Den wollte ich eigentlich nicht mehr nehmen. Deswegen werde ich gleich mal noch das Tablett mit drauf machen. Auf der Schachtel stehen noch Altersangaben. Vor 0 Monaten gibt es so eine Babywanne, die macht man da oben drauf. Danach gibt es dieses Tablett, was ich jetzt noch drauf mache. Und ab 6 Monaten machen die eigentlich alles weg. Beziehungsweise so ab einem Jahr machen die auch dieses vordere Teil hier weg. Ich wollte euch aber mal zeigen, wie das ausschaut. Ob ich das dann dran lasse, das würde mal der Erfahrungsbericht zeigen. Nachdem der Stuhl jetzt erstmal aufgebaut ist, die Gurtbänder habe ich euch weggelassen, da die nicht so gut gepasst haben, wie ich mir das vorgestellt habe und ich diesen 5-Punkt-Gurt jetzt nicht nehmen wollte, bauen wir mal noch hier dieses Tablett mit an. Vorerst aber vielleicht mal noch eine kleine Info, warum ich den Stuhl überhaupt genommen habe. Und zwar habe ich hier diesen Haug Alpha genommen, da er zum einen relativ günstig war. Ich glaube, der kostet so 60, 70 Euro. Dieses Holzgestell an sich. Und er geht bis 90 Kilo. Also da kann man die Kinder auch noch draufsetzen, wenn sie etwas größer sind. Man kann dann das wegmachen und dann ist das ein normaler Stuhl.
Denn dieser Pack Bavegro, den ich zum Beispiel habe, der geht jetzt ja nicht bis 90 Kilo. Also ich glaube, der geht bis 13 oder 15 Kilo, müsste ich jetzt nachschauen. Aber da ist dann irgendwann auch schon Ende. Und dann war der hier Preis-Leistung auf jeden Fall top. Bei Ökotest war er auch gut. Das heißt, da sind relativ wenig Schadstoffe drin. Und es gibt ja noch das Konkurrenzprodukt von Strocke. Der war einfach viel zu teuer dafür, dass er ziemlich genauso ausschaut und auch nicht wirklich besser ist. Deswegen ist es bei mir dieser hier geworden. Jetzt packen wir mal noch das Tablett hier aus. Ich mache das hier mal auf der Seite auf. Dann sehe ich schon, hier ist Käferfilm rum. Ich brauche mal die Schere, die hole ich schnell. Mach das dann auf. Und da ist es auch schon drin. Besteht aus zwei Teilen. Teil Nummer 1, das ist der Halter an sich. Und hier ist noch das Tablett. Man kann das hier so rausnehmen, dann kann man das besser abspülen. Das ist ja bei vielen Kinderstühlen so. Da schauen wir doch auch gleich mal in die Montageanleitung. Mach die hier mal auf. Schau mir die jetzt an und dann sehe ich schon, damit das kein Spaß wird, aber wir bauen es jetzt mal zusammen. Um dieses Teil jetzt einzubauen, muss dieser Holzbügel hier weg. Und ihr wisst ja, man muss wieder alles locker schrauben, sodass der Stuhl hin und her wackelt. Und auch diese ganzen Böden dann immer rausfallen. Der untere ist mir hier schon rausgefallen. Schön raus geht das wirklich nicht, muss ich sagen. Da hätten sie vielleicht eine andere Lösung bevorzugen sollen. Irgendwie mit zwei Schrauben ohne diesen Holzbubbel, damit man das einfach rausziehen kann. Denn wenn man das aufschraubt, fallen hier hinten auch immer diese schwarzen Metalldinger, die hier hinten irgendwo drin sind, raus. Wenn das einer sieht von der Firma, kann es ja beim nächsten Stuhl vielleicht verbessern. Wir haben jetzt hier diesen Plastikbügel. Da kann man hier noch diese Teile auf der Seite rausziehen. Dann steckt man das da so rein und dann macht man das in diesen Löchern fest praktisch. Geht jetzt nur nicht so schön, denn wenn alles mal locker ist, kann man das nicht wirklich einfach wieder zusammenbauen. Hinzu kommt jetzt noch das Problem, dass man hier auf die Höhe vorgeschrieben ist. Das heißt, ich muss das jetzt in die oberste Stufe machen, was ja eigentlich für relativ kleine Kinder ist, aber mein Kind ja schon etwas größer ist, ich aber doch gern dieses Tablett mit hätte. Da kann man jetzt leider nicht variieren. Zumindest habe ich in der Anleitung dazu noch nichts gefunden. So kommt es jetzt auf jeden Fall mal rein und muss das jetzt wieder zusammenfummeln und festschrauben. Das mache ich jetzt mal. Ich fange hier also einfach irgendwo an. Zusammengeschraubt ist er jetzt. Allerdings wackelt er jetzt. Was immer da auch los ist, das war vorher nicht. Das regt mich jetzt auch schon wieder etwas auf, aber das kann man sicherlich noch ausgleichen. Das mache ich später mal. Man steckt hier hinten jetzt noch diese Plastikteile rum. Das verriegelt dann hier etwas. Das ist mit Sicherheit gemacht, weil das nicht sauber in diesem Loch sitzt. Ich hoffe mal, ihr seht das hier etwas. Das wackelt hier schon sehr arg. Und dadurch, dass man das hier so reinmacht, hält das hier nochmal dagegen und dann ist das etwas stabiler. Da unten ist noch so eine kleine Schraube, die kann man jetzt noch festziehen. Dann presst das etwas hier an das Tablett. Und so schaut die ganze Sache jetzt aus. Das Tablett drauf machen, da hat man hier unten so eine Taste. Die bewegt dann hier diese Zacken. Hier steht 1, 2, 3 drauf. Das heißt, man geht jetzt hier vermutlich einfach hin, drückt auf diese Taste. Und dann kann man das festmachen in den verschiedenen Stufen, die man möchte. Hier kann man jetzt eine 1 lesen, dann ist das so nah dran. Man kann das dann hier drücken, etwas nach vorne rutschen. Und dann ist das etwas weiter weg. Ich muss allerdings sagen, es wackelt doch schon sehr. Wenn man mal davon absieht, dass der Stuhl jetzt hier auch etwas wackelt. Also die Qualität von diesem Plastiktablett hat mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich es euch zeige. Ob ich das jetzt benutzen werde oder ob ich doch diesen Holzbügel hier einbaue, das werde ich jetzt dann mal nachschauen. Ich werde jetzt dann mal die Kleine reinsetzen, schauen, was ihr am besten gefällt. Praktisch ist es halt hier, damit sie noch den eigenen Bereich hat und man sie nicht immer an den Tisch mitschieben muss und keine Angst haben muss, dass dauernd irgendwelche Gläser umfallen. Von dem her wird sich zeigen, was davon ich benutze. Ich hoffe mal, das war jetzt mein erster Eindruck hier vom Zusammenbau, vom Hauk Alpha Plus und von diesem Alpha Tray. Da habt ihr mal gesehen, was so alles dabei ist, wie man es zusammenbaut. Das mit dem Reinfummeln von diesem Teil da oben, das ist etwas nervig, aber das ist auch kein Weltuntergang. Das war im Endeffekt auch in 5 bis 10 Minuten erledigt. Man baut das nur einmal hin und her, bis man rausgefunden hat, was man haben möchte. Den Stuhl haben relativ viele Leute, wenn man so im Internet schaut, wird er oft verkauft. Ich habe auch viele Bekannte, die den haben. Die sind alle zufrieden damit. Deswegen habe ich mir den im Endeffekt ja auch geholt. Ich werde den jetzt mal ausgiebig testen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne auch noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal.